Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich muss mal kurz zurück auf Geschwindigkeitsstil normal, Buch klassisch, Ton, Kontrast, LED-Helligkeit. Das finde ich super. Man kann die LEDs, die Helligkeit der LEDs auf diesem Brett hier, kann man einstellen. Das geht komischerweise beim The King Element nicht. Rechengeschwindigkeit. So, er kann ruhig alles geben, was er hat. 300. So, Menü, Stufe. 10 oder 15. Ich mach mal 10 Minuten. Komisch, dass ich hier, wenn ich hier auf Eingabe gehe, dann auf OK, dass ich aber irgendwie nicht ins Spielmenü komme. New Game. No, Sir. So, 10 Minuten. Gegen Genius 3. Pentium Slow. Maximum Emulationsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, was da so drauf hat, am Maximum. Der hat jetzt auch schon Buchstyle. Normal, Human, Gambit, Classic, Modern, Blitz. Aber Computer hat er auch nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, hat er sich vertan oder wie? Da stand nämlich Computer als Bibliothek. Active, Solid oder Risky. Ich nehme mal aktiv. Selektiv kann man hier auch einstellen. Sonst wüsste ich da gar nichts. Operator Time. Beide Permanent Brain aus. Level. 10 Minuten Game. So haben wir es auch hier drin. Ja, da kann quasi alles der Genius 3, was der Genius exklusiv auch kann. Den gebe ich dem was? Ich gebe ihm einfach mehr Weiß. Dem Genius 3. Wer ist das? Comments. Compute. Zack. D4. Es geht los. Genius 3. Spielstil normal. Ohne Permanent Brain. Genau wie er hier auch. Ohne Permanent Brain. C7, C6 möchte die Partie spannend gestalten. Bietet schon die Karo Kann an. Den nimmt er auch an, Karo Kann. D5. Für mich ist es eigentlich eher wichtig, dass eine schöne Partie gespielt wird, eine spannende Partie. Nicht so eine dröge Partie. Und by the way, ich wüsste eigentlich, dass mein Kanal ein Kanal ist für ernsthaftes Schach. Da haben wir ganz was Neues. Die Ernsthaftigkeit dieses Kanals ist mir nicht bewusst. Es gibt so viele Kanäle, die ich empfehlen kann, wenn man sich ernsthaft mit Schach beschäftigen möchte. Zum Beispiel Janistan TV zum Beispiel, da macht auch Eröffnungsvideos und solche Sachen. The Big Greek kann ich empfehlen. Das ist St. Louis Chess Club oder wie heißt das? Chess Space hat auch einen YouTube-Kanal. Zum Beispiel Chess.com. Das sind alles Kanäle, die kann man nehmen, wenn man ernsthaft was machen möchte. Da muss man ja nicht unbedingt auf meinen Kanal zugreifen. Dann sich beschweren hier. Die alten Kamellen würden gegeneinander spielen. Meine Güte. Suchen, suchen, finden, finden. Irgendwann. Läufer B3. Okay, wenn er meint, das ist notwendig. Läufer nach B6. Weiß ich, vielleicht B5 verhindern. Dass wenn der Läufer da steht, vielleicht verleitet das Schwarz da mehr zu B5. Und wenn man den zieht, dass das dann eher... Ja, das könnte so ein Zug sein, wenn er rochiert wird, oder keine Ahnung, Läufer E3. Und dann B5, so ein Zug, den nimmt man mal mit. So in der Art. Man kann aber auch A5 ziehen, das tut er auch schon. Dann B5 mit Läufergewinn drohen, dann muss weiß auch was machen. So, Läufer E3 ist jedenfalls gesehen. Er ist dran hier, er rechnet. Springer D7. Ich habe mal den Vergleich gemacht, als wenn einer Videos von PlayStation 1 machen würde in seinem Kanal. Und da würde jemand schreiben, diese alten Kamellen will doch keiner sehen. Mach doch PlayStation 5 Spiele, das will doch keiner sehen hier.
Man muss ja immer gucken, was der Kanalname ist. Das ist ja nicht hier. Lippos Schachlehrkurse oder sowas. Oder Lippos seriöses Schach oder was weiß ich. Oder was? Was soll ich das? Ach, das war also immer oder was? Es hat schon einer ein Copyright drauf auf oder was. Deswegen kann ich das nicht machen. Diese Partie ist spannend oder was? Der, wer ist am Denken? Der Genius exklusiv ist am Denken oder was? Über neue Varianten oder was? Da sagt er immer oder was? Ich lasse mir das auch noch angewöhnen. So. E8, G8. Rochade. So. Ja, die sehen sich doch schon sehr ähnlich. Das, ich habe das Gefühl, dass der Genius 3, das könnte auch die Exklusivversion sein. Wer war die überrascht, dass Genius 3... Obwohl, wo sollen die Rechte denn gelandet sein? Bei Genius 3, das war doch schon die PC-Version. Hat die überhaupt noch was mit Mephisto zu tun gehabt? Das war ja schon so, dass die Genius-Schachprogramme, dass Mephisto da ohnehin schon nicht mal den Deckel drauf hatte. Dass also der Aufkauf von Mephisto dann durch Cytec da keine Auswirkungen drauf hatte. Die Waschmaschine, sie wäscht meine Wäsche. Immer wieder spannende Themen zu bringen, wie geschrieben wurde. Da schreibt der Lippo auch noch, oder sagt der Lippo auch noch, dass er auf der Arbeit duscht. Das will doch keiner wissen. Dann hören sie doch nicht hin. Das hat energiespartechnische Gründe, hat das. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit dusche, dann muss ich es ja hier nicht. Also koste ich meinen Strom. Das ist der Grund. Es gibt auch Let's Player, die was ist hier gezogen worden? A4. Die meinetwegen jetzt... Ja, dieser, Domtendo. Der erzählt auch sehr viele solche Sachen nebenbei. Also, man, was erwarten die, dass ich Schachgroßmeister bin? Meine Güte. Das interessiert doch einen ernsthaften Schachspieler dich. Hilfe. Also, ernsthafte Schachspieler. Bei aller Liebe, der guckt meinen Kanal nicht. Wenn jemand eine Elo-Zahl von 2200 hat, und guckt mal einen Kanal, um ernsthaft seinen Schach zu verbessern, dann ist er hier falsch. Dame schlägt F6. Auf jeden Fall wieder eine spannende Partie. Wenn weiß jetzt hier... Ja, er muss ja jetzt seinen blöden Läufer decken. Ich dachte schon, wenn weiß jetzt mit G4, G5 um die Ecke kommt. B5, Läufer D3. Auf jeden Fall kein so positionelles Geschiebe. Das sieht, hat gefühlt, wirkt das eher so wie eine Partie, wo, wo beide Spieler quasi nichts verlieren können. Das heißt, sie haben Vorsprung nach hinten, können also nichts verlieren, können also nur gewinnen, wenn die Partie gewinnen. Vielleicht ein Remis würde ihnen auch nichts bringen. Und, deswegen würden beide auf Gewinn spielen. Die Diagonale würde mich ein bisschen beunruhigen. Wenn jetzt C5 kommt, kann der Bauer gar nicht geschlagen werden wegen Dame A1 matt. Springer B6. Ja, man kann bei diesem Genius-Element kann man über die Beschaffenheit des Moduls streiten, aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schrecklich. Aber die Frage ist ja immer bei solchen Geräten, wie sind die Stückzahlen? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Vielleicht einfach G5, wenn er H5 zieht, dann wird er geschlagen. Das ist ja nun mal keine Nintendo Switch, die sich 80 Millionen Mal verkauft. Dann kann man, vor allem die finanzieren sich ja durch andere Dinge, Spielekonsolen, durch die Spiele, die verkauft werden. Die generieren ja auch Gewinne. Und das können die hier natürlich nicht machen. Die können, erstens verkauft sich so ein Schachdevice bestimmt nicht so in Millionen zahlen. Das ist ja schon mal recht wichtig.
Also ich war G5, G5, dann Dame G5 wäre ein bisschen arg gefräßig. Ich glaube, da kommt einfach Turm G1 und da kannst du, da kann man bald schon die Hand ein bisschen geschmeidig machen für zum Unterschreiben des Aufgabeformulars. Springer D5. Springer D5 schlägt. Da will wir seinen Läufer behalten. Und das bringt ja auch den Zuggewinn, dass man dann sofort auf H6 schlagen kann. Man könnte aber auch G6 ziehen. Aber G6 macht man das gerne. Klemmt man sich so gerne in den Läufer ein. Ha. Er muss ja irgendwas machen jetzt, der Genius. Genius versus Genius. Ich meine, das Geld hierfür muss man auch erstmal haben. 500 Euro für Brett und Figuren, das ist auch schon eine ganz schöne Hausnummer. Gut, jetzt könnte man sagen... Ja, nehme ich gar nicht auf G5. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, für 300 Euro kriege ich schon ein DGT Smartboard. Das mag ja sein, aber man hat die LEDs nicht. Man kann halt zwar, ich glaube, auf Leash ist das, glaube ich, sogar, also ich weiß nicht, was mit diesem, ob das Chesslink was an sich hat, was das quasi eindeutig als Schachbrett identifiziert. Weil ich habe mal gelesen, bei dem DGT Smartboard, da käme es bei Leash schon mal vor, dass man das wohl als Schachsoftware erkennen würde. So Cheating-mäßig. Das ist natürlich gerade online, ist das natürlich ein ganz großes Thema. H5. G6. Ja, F6 würde ich machen. Dann ist allerdings H5 nicht auf die Dauer deckbar. Ich glaube, das... Was willst du sonst machen? G6 schlägt. Dann Dame G6 und Läufer F4. Könnte man auch machen. B4. Okay. Ich würde sagen, es gibt auch diese turniergroße Variante. Die M55 oder wie heißt? Ebenso wird an das Münchenbrett erinnern. D1, G1. Das ist ja auch nicht so viel günstiger als das DGT-Brett. Ja gut, dafür kann man Rosenholz und geile Figuren, aber das sind ja auch schöne Figuren beim M55. Man hat wie immer die LEDs hier. Man muss, wenn man online spielt, man braucht den Chesslink natürlich noch dabei. Wenn man online spielt, braucht man nur das Smartphone mit seinem Chesslink und dann kann man online spielen. Und man muss sich immer irgendwie eine Notlösung haben, dass man quasi die Züge ansagen lässt, um die mitzukriegen, oder man guckt immer. Dann müsste man aber noch die DGT-Uhr daneben stehen haben. Falls die DGT-Uhr dann auf dem Display die Züge anzeigt. Da müsste man immer noch, wenn der Gegner gezogen hat, immer noch einen Blick aufs Display werfen, was er gezogen hat. Wäre dann auch so ein bisschen das Problem. Aber die Bretter waren ja nicht von vornherein dafür konzipiert, quasi Online-Partien damit zu spielen oder da drauf zu spielen. C1, genau, König B1, das ist ein ganz häufiger Zug, der hier gemacht wird. König B1 bei großer Rochade. Ich dachte immer, das wäre eigentlich, das war gut, weil du aus der C-Linie raus. Aber eigentlich aus dieser Schachdiagonale, H6, C1, dass ja nicht irgendwelche Läuferschachs oder sowas auftauchen. C8, C3, der Turm blockiert erstmal den Bauern, dass nicht irgendwie C4 kommen kann. Ja, Turm C8, würde ich mal sagen. Das droht ja dann zumindest einen Bauern zu gewinnen mit Turm C2. Inwieweit man das dann mit dem... wie wird das gewonnen ist, steht auf einem anderen Blatt. Also jetzt quasi Dame gegen zwei Türme. Läufer H6. Wow. Turm C2. Was macht man da? Turm G7? Läufer F8. Das sind wohl nicht ganz geheuer. G1, G2. Turm C2, Dame, Turm, König, Dame, Schach. Also da muss ich sagen, bei den Varianten bin ich raus. Turm G7. Geht ja auch nicht so richtig. Das Problem, was ich hier habe, ist Dame F,
Ja gut, da haben wir 5 Schach, droht aber jetzt auch nicht Material zurückzugewinnen. König schlägt, Dame Schach. Das Problem ist natürlich, dass G7 vermutlich mal irgendwann überlastet wird. Greift erstmal den Turm an. Das Remis ist. Dame E2 Schach. König C1, aber was will er dann machen? Dame C3 Schach. Dame D3 Schach. Boah. Dame A1 Schach, da muss er auf die zweite Reihe. Dame A2 schlägt Schach. Wenn er auf die dritte geht, kommt noch Dame B3 schlägt Schach. Dame A1 Schach. Ich weiß jetzt auch nicht, was maximal möglich auf meinem Laptop ist mit diesem Pentium Slow. Ich weiß noch nicht mal, wie sich Pentium Slow definiert. Also Pentium 1, of course. Was ist da Slow auf Pentium 1? 60 MHz, 90 MHz? Kann das sein, dass das 60 MHz ein langsamer Pentium 1 war und das 90 schneller ist oder normaler? Schreibt es in die Kommentare. Auch 386er Slow. Und jetzt können wir noch auf B3 weiternehmen. Auf B3 den nächsten Bauern schlagen. Dann hat man schon 2 Freibauern. Sieht doch nicht schlecht aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man herausfinden kann, ob das ein Schachprogramm kann, die Geschwindigkeit quasi jetzt dieses Pentium Slow hier rausfinden. Also mit dem maximalen, ich kann irgendwo einstellen, wie schnell da rechnet. Dann habe ich das auf Maximum gemacht. Ich weiß aber nicht, wie schnell das hier ist. Gefühlt würde man doch sagen, Schwarz steht auf Gewinn, allein durch den Bauern schon. Oder die Bauern, muss man ja sagen, wie will man die stoppen? Jetzt geht die Dame beiseite und da kommt B3, B2. Vielleicht sogar Dame A4, damit nicht irgendwelche lästigen Festungen auftauchen. Wohl, wie sollen die auftauchen? Dame A3. Turm A1. Und jetzt kommt B3, B3, B2. Mal gucken, wie er sie einschätzt hier. 6,84 plus. Da könnte man jetzt schon machen, User-Entscheid. Da könnte ich nämlich nachsehen, was er hier davon hält hier. Von der Rechengeschwindigkeit des PCs. Ich mache mir hier dort Dameschläger, ansonsten gibt es keinen Sinn. So, ich finde, was mir sehr gut gefällt, sind die Figuren. Die finde ich sehr schön. Aber ich meine, die müssen schon einigermaßen was herhalten, die Figuren. Was habe ich gelesen? 149 Euro kosten die Figuren nur, die Figuren einzeln? Natürlich schon eine Menge Holz. Ich weiß ja auch nicht, was ich von den Einzelpreisen zu halten habe. Weil wenn ich für 400 Euro das Brett zahle, also 400 Euro für das blanke Brett zahle und 149 für die Figuren, dann bin ich doch bei 549. Wie soll das dann gehen, dass ich 499 für das Komplettpaket zahle? Da möchte sich gerne der nächste Bauer verabschieden. Aber wenn man hier dann schlägt und er schlägt den Bauern auf A2, da ist ja immer ein Dame und Läufer gegen zwei Türme. Minus 7,27. Wir können noch abbrechen. Ich mache User-Entscheid. Ich guck mal ganz kurz noch hier. E3, E2. Da kann ein Bauern einfach nehmen. Es droht ja damit C4 Schach. Dame D4, Turm A2, damit C4 Schach. Er kann nicht auf A2 nehmen. Kommt sofort damit C4 Schach und dann ist das weg. Ich guck mal kurz, ob wir das irgendwie was machen kann hier. Okay.
Okay, ich sehe da jetzt nicht. Vielleicht sagt er auch gleich hier in Mattern oder sowas. Der Genius exklusiv. So, ich weiß natürlich alles nicht. Die Frage bei solchen Preisen von diesen Geräten ist eigentlich die Stückzahl. In welchen Stückzahlen verkaufst du was? So stelle ich mir das vor. Also wenn jetzt der Turm fällt, dann mache ich sofort User-Anschalt. Wenn man natürlich irgendwas, keine Ahnung, 10 Millionen mal verkauft, dann kann man natürlich, wenn man dann 1 Euro pro Stück Nettogewinn macht, der in die eigene Tasche fließt, dann sind das 10 Millionen, die man dann einnimmt. Wenn so ein Gerät aber 1000 mal verkauft, dann ist das 1000 Euro, ja und? Kannst gleich stempeln gehen. Ja, jetzt holt er sich wohl einfach eine Dame. Und dann, wenn der Turm schlägt, schlägt der Läufer. Ich mache jetzt User-Anschalt, da holt sich eine Dame und dann ist doch einfach alles vorbei und verloren. 10,40 plus und er sagt minus 8,78. Ich sag mal 0:1 Genius gewinnt. Ich finde aber nicht hier irgendwie ein Kommando oder sowas, wo man sieht, wie schnell der rechnet. Ich kann da mal kurz auf rausgehen, auf Quiet. So, das dauert jetzt ein Stückchen hier. Dann steht hier bei Bearbeiten war ich ja drauf. Dann ist hier CPU. Zyklengeschwindigkeit Maximum. Man muss hier muss ich das irgendwie speichern oder so? Warum ist der wieder auf 386er? Pentium Slow, du Affenhirn. Pentium Slow, Zyklen Maximum. Wo kann ich das denn speichern? Oder war ich jetzt auf einer anderen Engine drauf hier? Rechtsklick macht nichts. Nochmal auf Bearbeiten. So, CPU. Jetzt ist Pentium Slow. Maximum. Ich weiß gar nicht, warum er das andere gerade hatte. Egal, machen wir gleich eine andere Partie noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal.